Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Mein Name ist Saad Chamo. Ich möchte euch heute ein bisschen zum Thema Zielgruppe ermitteln, definieren, erzählen. Lasst uns doch direkt mal loslegen. Ja, Zielgruppe ist halt ein schwieriges Thema. Ich muss sagen, ich habe Erfahrungen jetzt aus über 500 Onboardings und eines unserer Standardfragen ist immer, ja, wer ist denn deine Zielgruppe überhaupt? Und viele sagen ja einfache Dinge wie, ja, haben ein Eigenheim, ja, sind zwischen 40 und 60 und so weiter und so fort. So, worauf ich hinaus will ist, den meisten Unternehmern ist wirklich nicht ganz, ganz direkt klar, wer genau ihre Zielgruppe ist. Und das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar wird die Zielgruppe nach Bauchgefühl entschieden. Das ist schon eigentlich mit das wichtigste Thema. Du solltest, so wie deine Unternehmenskennzahlen im Verkauf, ja, oder Marketing, solltest du auch bei deiner Zielgruppe Daten ermitteln. Ja. Einfaches Beispiel, schau dir an, überall, wo du bis jetzt was verkauft hast, ja, wo du eine Dienstleistung erbracht hast, was verbindet die alle? In welchem Alterssegment befinden sie sich? Du kannst auch gerne an dieser Stelle natürlich auch einen After-Sales-Prozess einbauen. Das heißt, dass du nach dem Abschluss aktiv nochmal auf diese Kunden zugehst, ja, und natürlich auch versuchst, deine Daten selbst zu erheben, so dass du jetzt beim nächsten Mal nicht mehr nach Bauchgefühl entscheiden musst, sondern wirklich auf Fakten zurückgreifen kannst. Ein Paradebeispiel war einer unserer Kunden, mit dem wir das gemacht haben, vor nicht allzu langer Zeit, 2-3 Monate her. Er dachte, dass alle seine Kunden ab 37 aufwärts sind. So, nach dem ersten Quartal und nachdem er seine ersten Abschlüsse gemacht hat, haben wir dann festgestellt, dass alle zwischen 27 und 32 sind. Also worauf ich hinaus will, hier war sein Gefühl und die Wahrheit war halt ganz anders. Das ist im Marketing dann natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Willst du eher ein bisschen Jüngere, die gerade vielleicht erstes Eigenheim ansprechen oder Leute, die schon viele Jahre Eigenheim haben? Ja? Gerade in der Photovoltaikbranche zum Beispiel jetzt ist das Thema erneuerbare Energien gar nicht mehr so, dass meine Zielgruppe Ü40 ist. Es wird auch für immer mehr jüngere Leute sehr interessant, auf nachhaltige Energien zu setzen. Ja? Auch zum Thema Energiesparen. Wie setze ich natürlich da an? Es ist jetzt nicht mehr so, dass die meisten Älteren erst darauf zurückgreifen. Ihr kennt die Krise heutzutage, ihr kennt die Situation, wie es in Deutschland ist. Und da ist es natürlich immer wichtiger, auch für die jüngere Zielgruppe, ja, wo kann ich sparen, gerade wenn Strom jetzt teurer wird. So. Und genau da ist der Punkt, den ich am Anfang auch angesprochen habe. Versuch wirklich Analysen zu betreiben. Versuch die Daten zu erheben. Versuch auch Regionalitäten herauszufinden. Woher kommen sie gleich? Ist das Zufall, dass jetzt die letzten drei Kunden aus Postleitzahl XY kamen? Und das alles kannst du natürlich ganz einfach, wenn du die Daten erfasst. Also wirklich kleiner Tipp. Mach daraus einen After-Sales-Prozess. Das heißt, erstens, stärkere deine Kundenbindung, ja, indem du danach nochmal anrufst, erfragst, war alles gut, kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen für interne Zwecke und daraus dann wirklich eine Strategie entwickelt. Es ist natürlich auch für uns, wenn ein Kunde zu uns kommt und uns diese ganzen Daten vorher schon gibt, dann können wir eine viel effektivere Kampagne schalten. Genau so wirst du deine Zielgruppe dann genau definieren können und hast daraus dann auch für die Zukunft immer mehr Möglichkeiten, auch wie du dann auf deiner Webseite zum Beispiel die Kunden richtig ansprichst. Und du kannst halt natürlich auch Muster erkennen. Es gibt in der Psychologie, sagt man auch natürlich, jeder Mensch hat ein bisschen farbliche Unterschiede. Man kann daraus Sachen erlesen und dann daraufhin sein Marketing zum Beispiel aufbauen. Viele solcher Themen gehen wir auch mit unseren Kunden durch. Falls dich das Thema interessiert, melde dich gerne mal bei uns. Da können wir einmal in Ruhe drüber sprechen und schauen, wie wir dir vielleicht weiterhelfen können, wie du deine Zielgruppe genau definieren kannst. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video.